Ich liebe Fisch. Ich habe mich aber in den letzten anderthalb Jahren bewusst dagegen entschieden, diesen zu konsumieren, einfach weil ich es für die Umwelt schwierig finde. Denn unser Fischkonsum hat krasse Folgen. Überfischung der Ozeane, Zerstörung des Ökosystems Meer, Tod und Leid von Fischen. Sag euch aber ganz ehrlich, I miss it. Tada! Boah, das sieht richtig gut aus. Und ich weiß auch, dass mancher Fischkonsum für die Umwelt besser ist als anderer. Die Fische werden an Deck ausgekippt und dann liegen die da rum und ersticken. Aber ist es überhaupt möglich, Fisch zu essen und sich dabei gut zu fühlen, also der Umwelt gegenüber? Soll ich machen? Probier. Ja. Wenn du magst. Genau, also hier, die muss quasi, das ist Gehirn lahmlegen. Boah, das ist schon, warte mal. Ich frage mich, auf was muss und kann ich achten? Welche Fangmethoden sind nachhaltig? Und wo sollten auf jeden Fall meine Alarmglocken läuten? Ich starte meine Suche nach nachhaltigem Fisch hier auf dem Viktualienmarkt in München. Das Angebot ist riesig. Wie und wo fange ich mit meiner Suche an? Deswegen habe ich mir die WWF-Fischratgeber-App heruntergeladen. Die soll mir mit einem Ampelsystem helfen, die besonders umweltschädlichen Fischfänge zu erkennen. Eigentlich. Also es gibt Lachs Alaska-Seelachs, es gibt Lachs Atlantischer, es gibt Lachs Pazifischer, Seelachs Köhler. Dann sind hier die Punkte. Einmal gelb ist ja zweite Wahl und rot ist lieber nicht. Und dann steht, wenn der aus Nordwestpazifik kommt, ist in Ordnung. Und wenn der aus westliche Beringsee ist schlecht. Hier ist der aus Schottland. Gibt es hier irgendwas aus Schottland? Gar nicht so einfach. Ich habe übrigens auch schon probiert, vegane Fischalternativen zu finden. Den Film dazu findet ihr in der Infobox. Ich suche weiter nach nachhaltigem Fisch. Die App hilft mir zwar etwas und hier im Laden ist alles gut beschriftet, trotzdem bin ich ohne Beratung etwas überfordert. Deshalb frage ich direkt beim Ladenbesitzer nach. Und der bestätigt mir, was ich mir eh schon dachte. Regionaler Fisch, wovon es in Bayern vielen gibt, ist nachhaltiger als zum Beispiel Alaska-Seelachs vom anderen Ende der Welt. Also was wir hier haben, das kann man hier gleich im Fenster sehen, das sind Renken aus dem Starnberger See. Ja. Das ist ein ganz toller Fisch und der hat natürlich eine bestimmte Saison. Dann haben wir natürlich auch regionale Fische aus den Fischzuchten, denn die Seen geben natürlich nicht diese Menge her, die wir als Bedarf haben, also sprich Forellen oder Saiblinge. Vertrauen ist gut, ich kontrolliere das Ganze nochmal vor Ort. Und besuche eine Fischerei am nahegelegenen Starnberger See und eine regionale Fischzucht. Ich helfe beim Fischfang mit und soll meinen eigenen Fisch, den ich später kaufe, sogar selbst töten. Ob ich den am Ende auch esse oder an mein Team gebe, ich bin gespannt. Um zu checken, wie nachhaltig die Betriebe wirklich arbeiten, bekomme ich Unterstützung von Valeska Diemel. Die Fischereiexpertin vom Bund Naturschutz weiß, wie schwierig es für Konsumentinnen ist, an nachhaltigen Fisch zu kommen. Ich denke, das große Problem ist natürlich zum einen, dass es unglaublich viel verschiedenen Fisch gibt aus sehr vielen verschiedenen Regionen. Da der Zustand der Fischpopulation sehr unterschiedlich ist, dann gibt es wahnsinnig viele verschiedene Fangmethoden, die benutzt werden, die mal besser und mal schlechter sind. Da muss man sich schon echt auf die Reise begeben. Und damit ihr das nicht machen müsst, übernehme ich das für euch. Los geht's, viel zu früh am Morgen am Starnberger See. Hier treffe ich Lisi Huber und ihre Mutter Susi. Servus, ich bin die Susi. Kann ich euch noch irgendwas helfen? Müssen wir noch irgendwas Wir müssen noch ein bisschen machen. Was aus dem Boot ausladen. Und genau, dann geht's eigentlich auch schon los. Lisis Familie betreibt hier schon seit mindestens 8 Generationen Fischerei. Ihr Hauptgeschäft ist aber ein Campingplatz mit Pension. Das hat auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, wie ich noch erfahren werde. Besonders will ich hier übrigens darauf achten, wie die Fische gefangen und getötet werden, welche Fischarten hier gefangen werden und wie Überfischung verhindert wird. Erstmal geht's raus auf den See. Neun Netze von Lisi liegen bereits im Seewasser. Zu denen fahren wir jetzt und schauen nach, ob Fische drinnen hängen. Und die liegen da eben dauerhaft drin? Wir tun die jeden Tag wieder raus. Ah, okay. Also die sind nur über Nacht drin. Okay. Und es ist immer ein bisschen Surprise jetzt, wie es viel ist, da drin ist ziemlich, oder wie viel nicht? Ist ziemlich Surprise. Okay. Und werden wir die Fische aber gleich direkt töten oder werden ja. die... Ach, ja, oh. Ja. Ja, genau. Oh, crazy. Ja. Okay. Hier ist schon unser erstes Netz. Oh, 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 oh. Also hier geht quasi
die Schnur nach oben, da unten liegt das Netz der Länge nach drin und da hinten geht die Schnur wieder hoch. Lisis sogenannte Stellnetze stehen wie eine Wand tief im Wasser. Die Fische können die Netze nicht sehen, wenn sie aber eine bestimmte Größe haben, bleiben sie beim Durchschwimmen an ihrer dicksten Stelle hängen. Wie nachhaltig diese Stellnetze sind, checke ich später. Jetzt wollen wir die gefangenen Fische mit dem Netz zusammen aus dem Wasser ziehen. Ah, da ist schon eine. Das ist die erste Ränke. Ah. Oh, genau. Baby. Ad. Direkt. Genau. Ist schon vorbei. Tot. Vorbei. Der Tod, weil du aufs Gehirn haust und... Nee, der ist jetzt betäubt, weil ich aufs Gehirn gehauen habe. Ja. Und der ist so empfindlich in der Sauerstoffversorgung, dass der quasi in dieser kurzen Zeit, in der er betäubt ist, erstickt er und ist tot. Okay. Wir holen die ersten Fische rein. Und ich bin schon überrascht, dass wir die nicht mit einem Messer töten. Das ist bei Renke aber wohl eine Ausnahme, erzählt mir Lisi. Was sagt die Expertin zur Tötung? Sie holt ja jeden einzelnen Fisch händisch aus dem Netz und betäubt ihn. Das ist ja schon ein Riesenunterschied, ne, zu großskaliger Fischerei. Da kommt ein riesiges Netz hoch, die Fische werden an Deck ausgekippt und dann liegen die da rum und ersticken. Und das ist im Vergleich natürlich schon ein Riesengewinn. Aber ich denke, ich würde mir schon eher wünschen, dass sich die Zeit für den Schnitt noch genommen wird. Ein kleinen Rundschnitt so einmal drumherum, um sicherzustellen, dass er halt wirklich auch tot ist und ausblutet. Was ich jetzt noch nicht weiß, so ein Rundkiemenschnitt erwartet mich beim zweiten Betrieb, den ich besuche, auch noch. Wir stecken hier so ein und da gibt es einen Kiemen-Rundbogenschnitt. Ja, ihr macht das halt, das ist euer Daily Business. Für mich ist es gerade noch voll aufregend. Ja, ja, natürlich. Hui. Du darfst gleich auch mal eine raus tun. Bevor es für mich ernst wird, will ich von Lisi aber noch wissen, was an ihrer Fischerei genau nachhaltig ist. Also nachhaltige Fischerei funktioniert ja so, dass der Fisch sich mindestens einmal schon natürlich reproduziert hat. Also der muss sich schon einmal vermehrt haben und es ist bei Renken so, dass die da 2,5 Jahre alt sind. Also, die müssen mindestens 2,5 Jahre sein? Ja, genau. Okay. Genau. Und das sind sie auch. Das kann Lisi durch die Maschenweite sicherstellen. Da bleiben nur Renken ab einer Größe von 2,5 Jahren drin hängen. Außerdem achten die FischerInnen hier auf Schonzeiten für die Fische und sie helfen bei der Wiederbevölkerung. Lisi fischt hauptsächlich mit Stellnetzen, aber welche Fangmethoden gibt es noch? Besonders in der Kritik sind die sogenannten Grundschleppnetze, die vor allem bei der Hochseefischerei verwendet werden. Die schleifen über dem Boden und haben jede Menge Beifang. Also auch andere Fische, Krebse oder Seesterne, die man eigentlich gar nicht fangen wollte. Außerdem wird der Meeresboden bei dieser Fangmethode durchwühlt und ganze Ökosysteme, wie zum Beispiel Korallenriffe, zerstört. Oft werden auch Langleinen verwendet. Das sind lange Schnüre, an denen Köderhaken befestigt sind. Industriell betrieben kann die Hauptleine über 100 Kilometer lang sein und auch hier gibt es viel Beifang. Besser sind Fischfallen, wie zum Beispiel Reusen oder Körbe. Hier schwimmen die Fische einfach rein und kommen nicht mehr raus, wie in einem Käfig. Bei allem ist aber wichtig, wie man es benutzt. Auch bei den Stellnetzen von Lisi. Die Menge des Beifangs hängt hier vor allem davon ab, wo sie stehen. Die Uferbereiche sind halt die, wo wir eher diese Probleme haben, ne? Weil da sind dann vielleicht eben mal Enten oder andere Vögel unterwegs, die dann in den Stellnetzen hängen bleiben. Werden die Stellnetze tief angebracht, ne? Also in Wassertiefen, wo dann eigentlich der normale tauchende Vogel oder die Ente eigentlich nicht mehr hinkommt, ist das Problem relativ gering. Laut Lisi sind ihre Netze aber sowohl weit weg vom Ufer als auch tief genug. Dementsprechend hat sie wenig Beifang. Und falls doch, wird dieser komplett verwertet und verkauft. Wenn man die zu lange betrachtet, dann ist auf jeden Fall nicht so gut. Also lieber nicht so in die Äuglein gucken. Nochmal Stichwort Fischarten. Welche Fischarten fangt ihr hier? Hauptfisch ist bei uns schon die Renke. In den Uferbereichen fangen wir Karpfen auch ganz gut. Brachsen, ein bisschen Barsche manchmal, Hechte im Winter. Aale fangen wir, da haben wir ein Trappnetz. Das ist einmal da drüben ist eins und hier drüben. Das ist im Großen auf jeden Fall ganz gut, ne? Also Renken ist ja auch eine Spezialität der Region. Und Aal ist tatsächlich der einzige, wo ich sagen würde, nein. Weil der europäische Aal ist eine vom Aussterben bedrohte Art, die absurderweise trotzdem gefischt und geangelt werden darf.
Liegt tatsächlich in erster Linie daran, dass das wirtschaftliche Interesse an Aal so groß ist. Und es hat halt eine sehr lange Tradition. Lisi erzählt, dass sie nicht viel Aal fängt. Auf meinem Speiseplan wird der Fisch aber nicht landen. Ich muss mich jetzt um meine eigene Ränke kümmern. Soll ich machen? Probier. Ja. Meine Mama. Genau, also hier, die muss quasi, das ist Gehirn lahmlegen. Boah, das ist schon, warte mal. Also ich meine, der ist betäubt, das tut dem jetzt nichts mehr. Ja. Ich finde es gerade relativ erstaunlich, wie, also ich wusste ja gar nicht, wie das für mich ist. Also ich bin gerade selber von mir, also ich bin nicht negativ erschrocken, auch nicht positiv erschrocken, aber wie einfach ich das dann auch machen kann. Und passiert ist, ja, und wie du es auch töten kannst. Also irgendwie, aber trotzdem wusste ich nicht, ob ich das mich überhaupt traue. Und jetzt habe ich gerade so einen halt Fisch getötet. Es ist ein bisschen gerade so einfach wie Arbeit verrichten. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das nachher noch mal so Nachwehen gibt. Ja. Gleich zählen wir erstmal, ne, wie viel wir haben. Nach knapp 2 Stunden auf dem See sind wir mit 59 Ränken zurück. Keine so gute Ausbeute. An guten Tagen kann es schon mal das Vierfache davon sein. Ich habe mir meine Ränke schon gesichert. Aber erst muss der Fisch verarbeitet werden. Und ab die Post. Genau, stell die mal einfach hier nicht drauf. Fisch. Ja? Genau, und die schuppen wir jetzt. Gegen den Strich quasi. Ein bisschen schräger halten, so, ja. Geht ganz leicht, gell? Ja. Aber ich finde es immer noch nicht, also ist halt schon ein Ego-Shooter-Move, einfach zu sagen, yo, weil ich dich essen will, musst du jetzt sterben. Ja. Wie weit nach vorne? Bis ganz hier vor. So? Genau. Bäh, der hat ganz schön viel innerein. Genau, also das ist ein Weibchen, das ist der Laichansatz. Oh nein. Hätte der Babys bekommen? Die haben schon Babys bekommen. Deswegen machen wir das mit den Maschenweiten. Genau, und jetzt musst du schauen, dass ich hier vorne den. Das spürst du ein bisschen den Schlund mit beiden Fingern. Oh! Mhm. Der öffnet sich gruselig, der. Gell? Ja. Ja. Jetzt mal die Frage an euch, wenn ihr euch Fisch kauft, achtet ihr dann darauf, wo der herkommt und auch wie der gefangen wird? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Hier ist die Fischverarbeitung auf jeden Fall echte Handarbeit. Und deshalb schneide ich mir mein Renkenfilet auch selber. Was ich cool finde, auch das Gerippe wird verwertet. Daraus macht ein Restaurant aus dem Ort immer Fischsuppe. Da. Krass, das ist mein Filet. Das ist dein Filet. Verrückt. Ihr könntet das ja hier gar nicht als Massenbetrieb machen, oder? Nee, das ist ja auch nicht, also, das ist auch nicht das Ziel. Das ja. ist irgendwie hier, das ist eine Tradition, die man halt fortführt. Klar machen wir das gerne, aber ohne den Campingplatz und ohne das Außenrum wird es nicht gehen. Den Fisch verkauft Lisis Familie vor allem im eigenen Hausflur okay. und an ganz ausgewählte Gastronomie. So stelle ich mir Nachhaltigkeit vor. Natürlich kann damit aber auch keine Großstadt versorgt werden. Weil Wildfänge wie die von Lisis Betrieb den Fischbedarf kaum decken können, gibt es auch Zuchtbetriebe. Und ich schaue mir so eine regionale Fischzucht hier in Welden an. Aber wie nachhaltig ist das hier? Hallo! Hi, hi. Grüß dich, Nadine. Jakob Ortner betreibt diese Zucht, die nach Biokriterien arbeitet und außerdem das Naturlandsiegel hat. Hier soll ich laut Expertin Valeska Diemel besonders darauf achten, wie viel Platz die Fische haben, wie die Fische gefüttert werden und woher die Zucht ihren Fischnachwuchs bekommt. Und da sehe ich schon ein paar Fischis, ne? Ja, genau. Da, wenn wir mal hingehen, ja. dann werden wir auch gleich sehen, dass sich die Fische freuen. Weil die denken, sie sind gefüttert, ne? Saiblinge und verschiedene Arten von Forellen verbringen hier ihr ganzes Leben miteinander. Ganz bewusst keine Monokultur, wie Jakob sagt. Sieht für mich erstmal ganz nett aus. Und es gibt die ganze Zeit frisches Quellwasser. Wie viele Teiche habt ihr denn hiervon? Weil, also hier sind es insgesamt 14 Produktionseinheiten. Okay. Ja. Also wenn man jetzt hier mal den Teich so anschaut, na, der ist jetzt nicht gesteckt voll. Also wenn man jetzt in einen konventionellen Betrieb geht, der würde sagen, okay, ich kann hier mit Flüssigsauerstoff und künstlicher Begasung kann ich hier, ich sag mal, 8 Tonnen machen.
und bei uns sind es 800 Kilo. Oh, das ist ja ein Riesen, was ist das denn? Das ist ein Stör. Im Verhältnis haben Jakobsfische also recht viel Platz. In konventionellen Betrieben gibt es Besatzdichten von bis zu 80 Kilogramm Fisch pro Kubikmeter Wasser. Bei Naturlandbetrieben sind für Forellen 20 Kilogramm erlaubt. Und laut Jakob sind es bei ihm sogar nur 10 Kilogramm. Das finde ich schon mal sehr gut. So, und jetzt darfst du auch mal füttern. Das heißt, wir nehmen die Schaufel, nehmen so eine Schaufelspitze und machen einmal so. Und dann sehen wir gleich, die ganzen Fische kommen her. Oh, die haben richtig Hunger. Wie oft werden die denn gefüttert? Einmal am Tag. Huch. Ja. Damit genau, die Kleinen auch fetter werden. Was ist denn da drin? Was da drin ist? Ja. Ein bisschen Tiermehl, also Fischmehl. Ja, ja. Das ist sozusagen aus den Fischabfällen. Und das wird sozusagen zermahlen, getrocknet und wird dann hier wieder gepresst. Und da ist noch ein bisschen Getreide mit drin und Öle sind noch mit drin. Das heißt, weil Jakobsfische Fleischfresser sind, füttern wir sie mit bereits getötetem Fisch. Aber bei Naturlandbetrieben darf das Fischmehl nur aus Resten von anderen Zuchten kommen. Das findet auch die Expertin sinnvoll. Probleme sieht sie bei anderen Fischmehlquellen. Ich glaube, das wissen viele Menschen einfach nicht, ist, dass es eine ganz gezielte Fischerei gibt auf Fisch, ausschließlich zur Produktion von Fischmehl. Ne, das sind wirklich große Pötte, die da unterwegs sind, die nie für den menschlichen Konsum fischen, sondern die nur da draußen fischen, um Fisch für Fischmehl zu produzieren. Weiterer Pluspunkt bei Jakob, er generiert seinen Nachwuchs komplett aus der eigenen Zucht und kauft keinen Wildfisch dazu. Jetzt wird es aber auch hier wieder ernst. Jakob und ich wollen 9 Fische fangen. Einer davon wird für mich heute sterben. Das ist ja wirklich ein Onesie, ein kompletter Onesie sogar mit Schuhen, das ist ja witzig. Huch. Genau. So hat er ja noch nie erlebt. Wir nehmen jetzt das Netz. Du darfst hier das Ende schon mal nehmen. Da kommt jetzt gleich dein Schuh schon mit rein. Wo? Hier. So. Und dann darfst du einmal davor gehen. Oh, ich weiß genau. Doch nicht, Jakob. Ich will die irgendwie, ich will gerade doch nicht. Oh, das ist richtig tief. Nee, es täuscht. So, und jetzt gehst du einmal rüber. Oh, ich will nicht. Warum fällt mir das denn schwerer gerade? Vielleicht schwimmen sie alle wieder raus. Und jetzt darfst du hier am Rand entlang vorkommen. Falls ihr die anderen Hosts oder mich so hier im richtigen Körpereinsatz sehen wollt, dann lasst uns unbedingt ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich mach mal weiter. Oh Gott. So, jetzt holen wir uns das hier schon mal her. Einmal noch vom Netz. Und dann haben wir sozusagen, spürt man sie schon? Ja, ich spüre sie. Sie sind an meinem Körper. So, Nadine. Jetzt darfst du hier auswählen, was du haben willst. Boah, du machst mit mir Sachen, Herr Jakob, ich sag's dir. Was soll ich denn auswählen? Den Fisch, den du heute das Leben beenden willst. Ich würde den hier nehmen. Da. Hier eine Forelle vielleicht. Hier einfach irgendwen. Hier. Ja, der hier? Den hier. In das grüne Netz rein? Ja. Soll ich noch mehr? Ja, nehmen wir noch mal ein paar mit. Die Fische auszusuchen, die gleich sterben werden, fällt mir dann doch deutlich schwerer, als die schon gefangenen Fische aus dem Netz im See zu holen. Ich will nicht, ich mach Zufallsprinzip, ich will nicht aus. Ich will, ich will mich jetzt hier nicht mit denen anfreunden, sage ich euch ganz ehrlich. Ja. Und jetzt würde ich sagen, du darfst dich jetzt verabschieden von deinem Fisch. Das ist ein bisschen schwieriger als im See, muss ich ehrlich sagen. Wie hältst du die denn? Ja. Du musst schon ein bisschen zudrücken, ja? Weil sonst so, genau, schon ein bisschen zudrücken, jetzt, genau. Und schau her, Nadine, wir sehen, der dreht die Augen nicht mehr. Und jetzt, genau, einmal hier so, ich komme mal rüber, weil das muss sitzen. Ja. Das, wir nehmen hier das Messer und stechen hier so ein. Und da gibt es einen Kiemen-Rundbogenschnitt, hier so rüber und dann drehen wir so einen Halbmond runter. Genau, jetzt runterdrehen. Perfekt, alles gut. So, wir haben 1, 2, 3, 4. 4 Stück brauchen wir noch. Ja. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich da Spaß dabei habe, sondern es ist für mich jetzt schon so, ich schaue mir den Fisch an und sage Dankeschön, dass du mich jetzt 24 Monate begleitet hast. Alles ist gut, das also, war's. Die kommen jetzt wieder raus? Genau, und die, die schütteln wir jetzt einfach hier so einmal drüber. Tschüss, ihr kleinen Mäuse. Genau. Wirklich artgerecht für Fische sei nur die Freiheit, findet Valeska Diemel.
Trotzdem sagt sie, dass man sich gut am Naturlandsiegel orientieren könne und Jakobs Fischzucht ein gutes Beispiel sei. Das Einzige, was so aus Nachhaltigkeitssicht noch besser sein könnte, ist Pflanzenfresser zu halten, anstatt fleischfressende Fische. Der Karpfen, ne, ist halt immer so ein Paradebeispiel dafür. Und das ist dann immer die Abwägungssache zwischen, was vermarktet sich natürlich auch gut, ne, und was nicht. Und wir wissen auch alle, dass Karpfen nicht der begehrteste Süßwasserfisch ist. Im Gegensatz zu Jakobs Fleischfressern frisst der Karpfen auch pflanzliche Nahrung. Ist aber unter anderem aufgrund seiner Fleischkonsistenz und der aufwendigeren Zubereitung nicht so beliebt. Etwa 4000 Fische züchtet Jakob pro Jahr. Die werden komplett von einer Metzgerei im Nachbarort verarbeitet und werden sowohl regional als auch an ausgewählte Restaurants verkauft. Auch hier darf ich mir alles bis zum Schluss anschauen, bevor ich dann meinen Fisch kaufe. Danke, dass ich einen Einblick bekommen habe. Vielen Dank, ja. Mach's gut, Matthias. Ciao. Ciao, servus. Autor Robin hat für mich beide Fische zubereitet und überrascht mich mit dem Ergebnis. Oh, oh, oh. Vielen Dank, Robin. Tada! Boah, das sieht richtig gut aus. Jetzt muss ich mich entscheiden. Esse ich nach anderthalb Jahren wieder meinen ersten Fisch oder geht das hier an mein Team? Wenn man auf Fisch nicht verzichten kann, sind die hier laut Naturschützerin auf jeden Fall eine gute Wahl. Genau diese Art von Betrieben sind eigentlich fast die einzige Möglichkeit, um sich als Verbraucherin sicher zu sein. Ne, das können wir genauso übertragen hier im Norden auf die Elbfischer oder so. Ne, dass in dem Moment, in dem ich da überhaupt auch in der Lage bin, so einen direkten Kontakt aufzubauen, ne, und die auch mir das gerne zeigen und mir erklären, ist es in erster Linie für den Direktvertrieb, ist das auf jeden Fall die Skala, denke ich, auf der wir uns bewegen müssen, wenn wir über nachhaltigen Fisch reden. Und was mache ich jetzt? Ich werde ihn jetzt einfach mal probieren. Einfach, weil ich ihn auch selbst gefangen habe, selbst getötet habe. Auch wenn es ein ganz schön komisches Gefühl ist, wieder mal Fisch zu essen. Mmh. Oh, schon sehr lecker. Die Lachsforelle. Das ist schon ein crazy Gefühl. Wow, oh, das ist gerade so eine Geschmacksexplosion in meinem Mund. Es ist krass, wieder Fisch zu essen. Was ich gelernt habe, ist, achtet ganz genau darauf, wo kommt der Fisch her, was ist das für eine Fischart, wie wurde der gefangen, etc. Und ich finde trotzdem noch, dass man sein Leben über das Leben eines Tieres stellt. Und das sollte man sich bewusst sein. Trotzdem, glaube ich, ist so regionaler Fisch das Beste, was man machen kann. Ich kann mir vorstellen, weiß ich nicht, zwei, dreimal im Jahr wieder Fisch zu essen, wenn ich weiß, woher der kommt. Und ich glaube, ich habe Fisch noch nie so sehr geschätzt wie diesen Fisch, der jetzt hier gerade vor mir liegt. Wenn ihr keine Puls-Reportage mehr von uns verpassen wollt, dann lasst uns hier ein Abo da, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und weil es natürlich viele Gründe gibt, keinen Fisch zu essen, habe ich hier mir mal vegane Alternativen angeschaut. Und Ari hat sich hier mal angeschaut, wie Insekten als Fleischersatz dienen. Und sie hat die auch gegessen. Tschüss!